Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen wieder eine Runde FIFA 20 zusammen mit MG. Guten Tag, gegen dieselben schon wieder. Er sagt gerade noch, du kriegst ja auch keine anderen Gegner. Zack, dieselben. Nee, in welcher Liga du auch bist, du kriegst ja keine anderen Gegner. Du musst nur mehr Punkte machen, um Meister zu werden, oder... Wobei, angeblich kriegt man nur andere Gegner. Aber ja, so wenn... Von der Stärke her waren die ungefähr alle gleich. Wenn du keine anderen, wenn keine anderen Gegner vorhanden sind, dann nimm da das, was da ist. Kickum. Oh, wäre geil gewesen. Hätte ich hoch machen müssen. Aber hoch ist immer so blöd zu kontrollieren. Ja. Warum legt sich Fabinho da auf den Boden? Keine Ahnung. Vorbei. Uiuiui. Yeah, schade. Ah, komm, der kann mal rein. Na, machen wir halt die Ecke. Na, okay, machen wir die Ecke. Ecke kommt. Oh, schade. Er war zumindest dran, aber. Ne. Kommt's hin? Ja, er kommt hin. Ah, come on. Geht nicht mit. Ich weiß. Ja, bist du dran am Ball, aber dann sowas. Fangen wir jetzt das Zaubern an, oder wie? Brasilianischer Fußball. Sie können. Ja, ich wollte noch einen Spieler da wegziehen. Achso. Achso, jetzt darf ich. Wie viele hier kurz stehen, ne? Naja. Wir sind ja doch gefährlich mit der kurzen Ecke. Na. Er spielt mit sich selber. Hat ja Erfolg. Oh, come on! Das kann doch nicht! Wenn noch mehr Erfolg gewesen wäre, wäre da auch reingegangen. Schade. Nächste Ecke. Machen wir mal weit, oder? Egal, ich ziehe jetzt ja, den Spieler hier hin. Kurz und dann mache ich hier am 16er Inko. Ach, schade. War eine Möglichkeit. Er nutzt da zwei. Hä? Er natzt da zwei. Naja. Die lassen sich auch relativ leicht natzen am 16er. Keeper. Zack. Er spielt wieder mit sich selber. Natürlich. Hätte ich beinahe nochmal. Ja, als ob. Eieiei. Thank you.
Egal. Schade. Wohlgemerkt, ich habe keine Taste gedrückt, trotzdem ist es faul. Haben wir ja trotzdem auch die Beine weggezogen, ordentlich. Na. Oh. Jetzt ist ruhig nochmal in die Mitte da zum Sechser oder wollte was? Ich ja auch. Wollte nur FIFA für mich nicht. Nicht so gut gelungen, würde ich sagen. Ja, oh, was ist denn? Sachen, mit denen man nicht rechnet, ne? Warum nicht? Ah, wohin geht der? Ach komm, Schade. Hat er da irgendwie im Fuß ein bisschen zwischen. Chiri, ich fall. Ich falle. Kann man schon mal Halbzeit. Pfeifen. Ja. Halbzeit, 1-0 für den Gegner. Der VAR wird das schon überprüfen vielleicht. Naja. Den es im FIFA nicht gibt. Schade. Per Tastendruck kannst du dann einen Videoschiedsrichter anfordern, oder? Ja. Ich glaube sogar, bei NHL oder so ging sowas ähnliches mal. Okay. Weil da kann man den ja wirklich irgendwie anfordern als Mannschaft, so weißt du? Und nicht so wie bei Fußball, da muss ja wirklich was passieren. Ach, schade. Ja, der sollte den Ball nicht bekommen. Warum? Oh Gott. Letzter Mann. Aua. Dann titscht der Ball noch mal so hoch, ne? Ja, komm. Gib her das Ding. In Unterzahl spielen wir eh besser. Problem ist, wir können auch nicht wirklich umstellen, weil wir da vorne ein Tor schießen müssen. Na. Egal. Ich warte jetzt ein bisschen. Und wenn ich den Schussbalken sehe, drücke ich Start jetzt. So richtig assi, weißt du, wenn er angelaufen ist. Jetzt einfach den Rechtsverteidiger nach innen oder so, ja. Späße. Ah, jetzt bin ich dann nochmal aus Versehen rein. Oh. Weil die Maus in der Richtung liegt wahrscheinlich. Jetzt hat er keinen perfekten Schuss hinbekommen. Ah, so geil. Du bist auch mit allem Wasser gewaschen. Ja, ja, klar. Ja, vom Rechtsverteidiger N merke ich jetzt noch nichts. Der war nämlich rechts. Na.
Was? Es ist so lächerlich. Normaler Zweikampf. Als ob! Oh, der kann auch mal reingehen. Abgefälscht und was weiß aber ich. Aber zwei solche Dingerkratzer da von der Linie. Ja. Zwei. War ja der Kopfball auch schon. Oh, da hätte es ein normaler Pass wahrscheinlich getan. Und da wollte er unbedingt den Ball noch kurz behalten. Ja, komm! Als ob! Eieiei. Es nervt am FIFA so krass, dass Sachen passieren, die physikalisch nicht möglich sind. Und nicht nur so ein bisschen, sondern... Keine Ahnung, over the top. Ja. Vom Ballspielen durch die Beine hindurch. Also nicht durch die geöffneten Beine, sondern durchs Bein. Mhm. Okay. Ja. Oh, den macht er dann. Wir hätten vielleicht den Rechtsverteidiger auswechseln sollen gegen den Innenverteidiger. Ja. Ich glaube einfach, wir hätten vielleicht doch eher Mittelfeldspieler auswechseln sollen und Innenverteidiger dazu holen. Und dann vorne mehr Luck haben müssen und ein Tor machen müssen. War einfach zugenagelt. Totaler Bullshit. Vor allem, die hauen permanent mit B rein. Scheißegal, Schiri pfeift nicht. Ist uninteressant, unrelevant. Der Controller vibriert, wie wenn er mich töten würde. Ehrentreffer. Ja, war ja schon vorher sehr offensiv. Wollte nur nochmal sicher gehen. Das sind halt die Momente, wenn du wieder keinen Bock mehr hast auf FIFA, weil du weißt, ja, komm, du bist die klar bessere Mannschaft. Gegner kommt durch, lackt sich durch. Elfer? Das war voll Ball gespielt. Es kann mir jetzt keiner erzählen, dass das ein Elfer ist. Ich hab's mir gemerkt. Das meine ich damit. Das ist einfach nur hart blödsinnig. Ja, das war jetzt irgendwie komisch. Weil mehr als den Ball so zu spielen kann man nicht machen. Nur weil er da stolpert, weil er schießen wollte, oder wie? Ja. Nochmal einen Satz hier gezeigt. Ist ja eh egal.
Ich check's nicht. Ah, wohin? Warum so steil? Ein bisschen steil hätte doch gereicht. Dass sie ihn einfach in den Lauf bekommen, nicht, dass der, keine Ahnung, 5 Gegenspieler noch dazwischen hat. Die hab ich. Also. Ach komm. Bei uns hätte er schon wieder gepfiffen. Ah, darf gerne reingehen. Ah, Robertson läuft nicht raus. Pfeift ab. Ja. War meine, oder? Ja. Ja, okay. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt uns was in die Kommentare. Schaut beim guten Fresh Fries vorbei. Hier sind noch ein paar Videos für euch. Wir sagen ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.